Okay, du hast den Kristall. Alles, was du jetzt noch tun musst, ist, ihn mit Krotas Seele zu befüllen. Die Schar sind gerade mit einer Art Beerdigung beschäftigt, also... Das ist keine Beerdigung, sondern eine Todeszeremonie. Krotas Essenz wird für die nächste Sphäre vorbereitet. Also, wenn du bei dieser Beerdigung bist, dann wird Oryx in der Nähe zusehen. Benutze Rasputins Umhang, um ungesehen an den Besessenen vorbeizuschlüpfen. Finde Krotas Seele, packe sie ein und verschwinde. Wo genau gehen wir hin? Wenn die Todsängerinnen ihr Lied anstimmen, weißt du, dass wir nahe dran sind. Was sie damit sagen will, ist, dass sie es nicht weiß. Aber keine Sorge, ich halte meine Ohren auf. Und ich versuche, nicht auf seinen Kopf zu treten. Du darfst nicht gesehen werden. Wir brauchen dich lebendig. Hast du die Frequenzgeist? Und deine Modifikation. Wir werden bereit sein. Dann ziehe still und ungesehen, wie der Tod. Wollen wir mal hoffen, dass es klappt. Tarnung an. Ich kann dich nicht sehen. Kannst du mich sehen? Eine Grabhülle. Vorsicht! Wir müssen sie immer noch vermeiden. Ich hoffe, sie können das hier nicht sehen. Sie haben das mitbekommen? Die Todsängerinnen. Sie bereiten Krotas Seele für das nächste Reich vor. Folge ihrem Schrei. So war es, als ich durch die Finsternis wandelte. Der Wind trug ihre grauenvollen Lieder, als Iriana fiel. Gehe zu Krotas Grab und nimm die Überreste seiner Seele an dich. Hier gibt es eine Menge Gräber. Wie sollen wir Krotas finden? Du erkennst es, wenn du es siehst. Das ist es. Und nun, lasse den Kristall von Krotas Todesessenz trinken. Es funktioniert. Wie viel brauchen wir, um als Aszendentenschar durchzugehen? Das ist nur ein Schluck. Doch nimm alles, das du bekommen kannst. Etwas stimmt nicht. Wir sind aufgeflogen. Zum Teleport bereit machen. Verschwinde da. Wir müssen Krotas Seele in Besitz bringen. Sie haben genug. Mach dich für den Teleport bereit, Geist. Ich kann nicht. Alles ist korrumpiert. Ich kann mich nicht verbinden. Bleib am Leben. Wir müssen es zurückschaffen.
Beste, das ich tun konnte mit so wenig Zeit. Du hast uns gerettet. Einer von Tolens Tricks. Es gibt nichts, das ich mehr als die Finsternis fürchte. Doch ich werde nicht noch einen Hüter verlieren. Du hast den letzten Fetzen von Kotas Seele eingefangen.